Es gibt Neuigkeiten von FunMove, falls das noch jemand interessiert. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie schon im Teaser angekündigt, habe ich eine E-Mail von FunMove bekommen. Das erste Update, wie es in der Überschrift heißt. Hallo Syntux. Vor etwas weniger als 2 Monaten haben wir McLaren Applied mit unserer E-Roller-Marke Lavoyer FunMove übernommen. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Markennamen ausspricht. Uns ist bewusst, dass du als FunMove-Kunde Klarheit darüber haben willst, was dies für dich bedeutet. Zunächst sind unsere Prioritäten der Neustart der Produktion von Ersatzteilen, das Erstellen einer Plattform, welche wir nutzen, um Informationen zu unserer Technologie zu teilen und der Wiederaufbau der Lieferketten. Dadurch werden wir in der Lage sein, gewisse Fahrradmodelle, Ersatzteile und Zubehör zum Verkauf anzubieten sowie Wartung durch Drittanbieter zu ermöglichen. Wir machen bereits erhebliche Fortschritte, aber uns ist es wichtig, die Dinge lieber richtig als schnell anzugehen. Wir bedanken uns für deine Geduld, während wir dieses Projekt abschließen. Um Antworten zu einigen dringlichen Fragen zu erhalten, liest dir bitte unsere FAQs durch. Grundprinzipien: Obwohl wir noch ganz am Anfang unserer Reise stehen, wissen wir eins mit Sicherheit, das neue Kapitel von FunMove wird auf diesen Grundprinzipien aufbauen. Erstens, Ridern, einfaches Fahren ermöglichen. Dies werden wir erreichen, indem wir Ersatzteile leichter erhältlich machen und mehr qualifizierten Drittanbietern das technische Know-how zur Verfügung stellen, um dein FunMove zu reparieren. Dem innovativen FunMove Spirit treu bleiben. Wir sind hier, um eine weltweite Mobilitätsmarke aufzubauen. Um das zu erreichen, ist es wichtig, dass wir Vorreiter in Sachen Design, Technik und Innovation bleiben. Drittens, Verlässlichkeit und transparente Kommunikation. Wir werden sowohl alte als auch neue FunMove-Produkte zuverlässiger machen. Wir werden unseren Fortschritt dabei offen und transparent kommunizieren und dich mit Updates auf dem neuesten Stand halten. Willst du noch mehr über die Vision für FunMove erfahren, lies hier das Update. Ihre FunMove-Updates und Weitergabe ihrer persönlichen Daten, um sie mit relevanten Informationen über ihr Fahrrad auf dem Laufenden zu halten und sie bei etwaigen Problemen mit unseren Dienstleistungen zu unterstützen, benötigen wir ihre personenbezogenen Daten. Daher werden wir ihre bezogenen Daten an uns, MA Micro Limited, firmierend unter dem Namen FunMove, übermittelt und von uns verarbeitet. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre personenbezogene Daten an uns übermittelt werden und Sie nicht durch uns kontaktiert werden möchten, können Sie Ihr Konto über FunMove hier löschen. Also ich kann mein Konto löschen und das war's. Konto endgültig löschen, bla bla bla, Kontolöschung widersprechen etc. pp. Wie fandest du diese E-Mail? Immerhin mal halbwegs informativ und viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Wie gesagt, mein FunMove funktioniert ja jetzt wieder halbwegs. Jetzt ist leider Winter, nachdem es fast ein halbes Jahr lang in Europa unterwegs war, ist es wieder zu Hause, aber ich kann es leider im Moment nicht nutzen, beziehungsweise ich will es auch nicht wirklich nutzen, weil es einfach zu kalt ist zum Fahrradfahren. Und das war es dann auch schon wieder. Ich wollte euch hier nur kurz auf den Laufenden halten. Wie gesagt, falls das noch jemand interessiert, das Thema FunMove, hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like zu diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.